bei der Hitze Sport zu machen. Aber egal. Patata! Was? Ah. Das hat funktioniert. Das wir haben super verstanden. Ich hab gesagt, one Pepsi. Hallo, wir sind gerade beim Göbel. Ah ne, nein. Hallo zu einem neuen Vlog. Wir befinden uns heute in Frankreich. Shopping Center, keine Ahnung was. Outlet Store in kurz vor Straßburg. Hinter uns ein Riesenrad, wo ein Jahr alt ist, und da drüben ein historisches Karussell. Dann jede Menge Outlet Store, Laser Tag, Bowling Center etc. Straßburg ist halt kleiner geworden und moderner. Ja. Moderner ein Fest. Wir haben auch die normalen Fahrgeschäfte Capri Riesenrad. Marcel und Simon, die haben sich jetzt beide gegönnt. Ich nicht. Benjamin auch nicht. Hallo, ich beginne jetzt hier den Vlog. Wir fahren jetzt ein Riesenrad von hier in Frankreich und wir gehen mal rein. Q-Line. Q-Line, oh. Au. Guck mal, das hat mehr Speichen. Verarsche. Crazy shit. Und automatische Türen, glaube ich. Das Ding auch. Alter, Champagner-Gondel, Digga. Nächstes Mal fahren wir Champagner-Gondel für 15 Euro. Immer auf der Hälfte, Alter. Das ist so. Vielleicht sieht man es, aber da hinten dreht ein Booster. Da siehst du ihn, ganz klein. Dann selber ist wieder Filmer für dich. Ja. Ich muss wieder kurz auf die ganz nah ranzoomen. Wo ist Thomas? Thomas ist weg. Alter, wie viele Autos hier vor allem fahren? Ich hätte noch was, Digga, oder? Guck dir das an. Hey! Wenn wir unten sind, machen wir hier von 200 Meter. 60 Meter nur. Jetzt sieht man die Verkabelung. Drei Kabel. Wow. Oh, geil. Da, das sind sie. Wo ist er? Da steht Benjamin. Thomas sitzt auf dem Stuhl, geil. Thomas hat es durchgemacht. Der ist fertig mit der Welt. Ich glaube, wir müssen uns noch bedanken bei Thomas, dass er abgefahren ist. Die Ausfahrt genommen hat. Thomas, wir sagen in diesem Sinne vielen Dank, dass Sie uns hier eingeladen haben für die Riesenradfahrt. Rechnung haben wir leider nicht mehr, das heißt, von den Steuern kannst du nicht absetzen. Aber du kannst die Fahrt absetzen! Das Geld kriege ich dann, ne? Wir fahren dann nach Straßburg. Das haben wir ja schon gesehen von hier oben. Und ich glaube, jetzt gibt es noch eine Runde. Ja, wir sind heute zu viert wieder unterwegs. Ja, so wie letztes Mal. Wir haben einen zu Hause gelassen. Ja. Einen Herzen. Pascal, den haben wir am Hip-Hop-Fly gelassen. Der ist ja gut aufgehoben. Ja. Und wir gehen jetzt dahin, wo wir eigentlich hin wollen. Moment, jetzt noch mal einmal bitte poppige Musik. Servus, okay, let's go, wir sind ready. Are you ready? Yes. Wir fahren jetzt weiter. Ja, mit der tollen Pepsi. Oh. Nein! Nein! Jetzt sind wir endlich mal in Straßburg angekommen. Na, bist du schon länger hier? Ja. Die Hitze, die hat dermaßen geprallt.
Marcel hat geschnorrt. Ich hab nicht geschnorrt, ich hab nur gezeigt den Chip vom Lausgeschäft, vom Abfuhr-Lausgeschäft. Auf jeden Fall. Und hab Chip gezeigt, was ich in SL hab, 45. Also, ja, als wie ihr seht, hier der Haupteingang rechts. Ja. Da steht der Breakdance Park. 5 Euro. Hallo. Also es hat schon ein bisschen alles aufgeschlagen hier. Wir gehen halt noch mal eben schön genießt, die normale Runde. Hier auf dem Tisch bin ich schon gelaufen. Einmal. Hier. Und einmal zurück zum Auto gelaufen. Naja. Swingers, das ist der Swinger, ja. Thomas, was sind das für das lustige Stroboskop in ihren Leitkörpern? Mann? Guck mal. Ja, wo? Ja. Ah, meine Hand. Das ganze Geschäft, ne? Hat aber so viele Paarstrahler und 2 Stroboskope, ne? So nach dem Motto. Also man braucht ja auf jeden Fall im Winter keine Heizung. Ja. Heizt auch sonst so auf. Ne, das sind keine Strobos. Das sind uralte Moonlights. Ja, der wo gerade geblitzt hat. Warte, Fächer. Ja. Strobos. Albern in der Nebenfahrt. Er kostet 4. Oh, 5? Echt? 5! Entschuldigung. Ich habe ein anderes Geschäft, wo 4 kostet. Ja, dann haben wir hier Super Mario Glass. Nein, Quatsch. Super Mario Glass. Und jetzt noch Français. Die Problem Français. Keine Ahnung. Ja. Wir sind hier gut ausgestattet mit unserem Französisch. Die Problem, one aperitif für Anna. Also. Hier ist es auf Glaslabyrinth. Wenn da nichts mal Nintendo was sagt. Hier geht's hoch. Was? Ist zu groß für die Welt. Ja, es gibt auch manche Geschäfte, wo man nicht filmen darf. Also, ja, Buden. Wo man ein Auto gewinnen kann. Oder ein Motorrad. Nee, der ist dieses Mal hier nicht dabei. Doch, der ist vorne. Ja, vorne ist der Auto. Doch, der Auto steht da. Okay. Ja, aber die ganzen Losbuden oder so, die kleinen, verkaufen keine Goldfische mehr. Ja. Die Goldfische sind jetzt alle weg. Hör mal. Ah, nee, das geht nur in Deutschland sowas. Ja. Was? Nein. Guck bitte. Da, so mit der Endeangel. Keine Fische mehr. Und hier, hier ist das Imperium von Ernie halt. Na egal. So, da haben wir eine schöne kleine Kinderschleife. Wird ja gar mal wissen, was sie sagen, ne? Tja, das wird ein Geheimnis bleiben. Also, jemand der Francais kann? Einmal bitte übersetzen, was die labern. Ja, hier Motor, da, IMAX, alles. Dann haben wir heute einen Wreckywurm Nummer 1. Alter, der hat gar keinen Bremsen. Alter, einfach drin. Nee, die Bremse später. Ich höre nichts anderes. Da also, kann man Motorrad, Apple gewinnen. Dann haben wir hier den italienischen Top. Nee. Takeoff. Takeoff, Entschuldigung. Takeoff. Oh. 5 Euro auch hier. Und jetzt haltet euch fest. Booster Max 10 Euro. Den will ich dieses Jahr nicht fahren. Also 10 Euro für Booster Max ist schon heftig. Tagada hier. Dann haben wir hier Tagada. Das hat gerade genug geschrieben und ich wollte sie von Gabriel sehen. Das spielt ein Video, Preis. 5 Euro. Ich sag mal, aber 5 Euro so pauschal. Das ist ja super. Dann, da haben wir was Spannendes für Marcel. Hä? Aber ob das macht? Was? Das? Nee, das macht ja auch nicht Steuer. Das ist ja Marcel Mare. Auf jeden Fall. Da ist der Coin-Booster hier. Ja, das ist ja geil. Haben wir hier New World XXL.
das intensivste, also für dich persönlich viel, viel bessere Fahrt als bei Propeller von Oldemann. Verlangt 8 Euro. Ist akzeptabel. Also nach meinem Empfinden, was das für eine Fahrt ist. Was da geboten wird. Ja. On a des dizaines de cadeaux pour vous déjà la prochaine fois. Sind 8 Euro gut angelegt. Juhu, gut, gehen wir jetzt wieder hin. Hier kann man Software schießen, scharfe Munition. Genau, das ist wieder Nummer 1. Was? Genau, das ist wieder Nummer 1. Ja, Kinderschleife zu Nummer 2. Wie sie noch gesagt hat. Genau, das ist wieder Nummer 2. 1. Ja, am Eingang ist es beide. Ja, aber so wie wir gerade laufen, ist es gerade nicht so. Wäre bei sonniger Hitze wunderbar. So ein Hardcore-Tippel, da geht ein Hamsterball rein. Bei dem Wetter ist heftig. Dann haben wir. Hammer. So wie in Karlsruhe, Fädle ziehe. Das macht Spaß auf. Zieh mal Fädle. Ja. Oh, jetzt Abschuss. Thomas, Abschuss. So, Katapult. Katapult. Slingshot. Haben wir hier. Verlangt. Eine Fahrt. Also eine Person. 15 Euro. Zwei Personen 25 Euro. Natürlich liegen schon Ersatzteile da. Und jetzt aber ein Klassiker hier. UFO. Könnte man eigentlich dann auch genau noch fahren. Aber finde ich, weil irgendwie vom Nacken zu fahren nichts ist. Kommst du direkt. In Deutschland müssen wir das jetzt absperren. Ja. In Frankreich brauchen wir keine Absperrung. Da ist doch mal das Podium noch mal weiter vorgebaut. Ja. Haben wir noch nicht gesehen, die Fahraktion. Ne? Noch nicht. Wenn wir später sehen. Oh, ein neues Auto. Ja. Ganz heimlich gefilmt. Da kann man das Auto gewinnen. Wenn man es gewinnen kann. Aus der Runde Disco-Zirkus. Ja, Grüße an Guido, hier ist seine Bahn. Ausgeliehen. Ja, mit. Mit neuer Deko. Mit Traube, Blade. Der kostet 4 Euro. 3 Sätze 10 Euro. Als würde es jetzt der Hund machen, als kommen die Leute jetzt zu dritt hierher. Nach meiner Bude, wo man Motorrad gewinnen kann und eine PlayStation 5. Vielen Dank. Auf der rechten Seite seht ihr den Kinder-Takada. Der Kinder-Takada. Auf meiner Seite, die rechte Seite. Und langsam sind wir die ersten S-Kurven durchgelaufen. Hier geht Stimmung. Schofahrt. Heute verdankt 5 Euro. Man kann nicht sagen, größtenteils der Geschäfte 5 Euro. Da haben wir unser Essen geholt. Benjamin und ich haben einen Döner geholt. Also der Döner ist jetzt im Vergleich mit Deutschland.
kommt mir jetzt so vor, als wäre das ganze Fleisch, Salat, Zwiebel, Tomaten zusammengehäckselt und vertrockneten, durchgebackenen, durchgekosten Plattenbrot durchgejagt. Das hat auch geschmeckt für 8 Euro. Ja, hat sich sehr gelohnt. Ja, Bombe. Gut, ja, mein Auto ist guter, Preis ist noch nicht, aber auf jeden Fall finde ich es heftig. Da sind 2 Laser verbaut. Auf Sendier. Naja, das ist in Frankreich. Ah, hier haben wir noch Kettenkarussell Nummer 2. Kinderkettenkarussell. Laufgeschäft Nummer, kann man sagen, 3. Haben wir hier stehen. Eintritt 4. Dann haben wir nach locker nach 2 Jahren ein Riesenrad wieder hier. Klar, das ist ein bisschen kleiner als der, wo wir beim Outlet-Stock gesehen haben. Aber ja, das ist ein Riesenrad. Was hat der Benjamin gesagt? Wo kommt der her? Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus wie ein Lumbering-Rad. Also es müsste aus Niederland sein. Kannst du mal fragen? Du bist mal ein bisschen niederländisch hier. Ja, das kann ich nicht, aber ich glaube tatsächlich von der Kasse her nicht. Das sieht nicht so aus. So, dann haben wir, wie wir von Mannheim kennen, Art Wild Kids Kinder Spiel. Laufgeschäft. Ja. Und dann haben wir hier, ist einfach dieselbe Höhe. Maximum. Hier ist der Eclipse 9. 8 Euro. Und Autoscooter Nummer 2. Hier ist der Eclipse klein. Das ist nicht so wie No Limit. So. Jetzt werfen wir zu Marcel. XXL. Ja. Was ist das Wander? 7 Euro. 7. Ja, 7. Kann man mitnehmen. 7 Euro ist akzeptabel, dann geht es zu 10 Euro zu Booster Max. Dann haben wir hier Geisterbahn Nummer 2. So wie letztes Jahr. Das, wie ist es wieder? Kamak, genau, Kamak. 5 Euro. Also wie ihr seht, da kostet die meisten Chips hier 5 Euro. Das ist es jetzt, das vermutlich jetzt ist. Wollt ihr nicht jetzt fahren? Nee, wir wollen jetzt nicht fahren. Später vielleicht, was er ist. Später. Also das sind die Deutschen, die wollen aufgepasst. So. Mein Lieblingsfahrgeschäft. Topscan. Poseidons Rache. Verlangt. 5 Euro. Also. Guter Preis. Sehr guter Preis. Den Topscan. Sehr, sehr noch unten gebliebenen Preis. Wenn das ganze Booster Max vergleicht, hier 10 Euro Aufwand. Wirklich vergleicht immer mit Booster Max. Ja, Booster Max hier das teuerste von allen. Oh. Dann haben wir hier den Maxi Twister Charm. Und der verlangt auch 5. Ah, ja, 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 haben wir bald mal durch. Die Rutsche. Ja, dann haben wir noch die Rutsche hier. Dann haben wir hier Laufgeschäftsnummer. Ja. Hier, ich schon nicht mehr mit. Hier? Ja, hier, ganz genau. Hier, ah, ja, ja, ich kann die Kamera nicht mehr halten. Ja, der hier. Jesus. Ein großes Laufgeschäft, wo man komplett durchgucken kann. Also,
Ja, es sind keine Elemente drin, wo man so nicht sieht. Ist alles frei aufgelegt. Wenn man es braucht. Und zur linken Seite haben wir einen Rotor. Kostet 5 auf 5. 1 Euro. Und von oben reinzugucken, 1 Euro. Dann kommt schon das nächste Kinderlauf, das nächste Laufgeschäft. An die französischen Zuschauer. Könnt ihr uns auch übersetzen, reinschreiben, was sie alle hier sagen. Ja, der Kinder will was haben. Genau, Göbel Riesenrad haben wir hier. Ein Kinderwildwasserbahn, Kinderschleifbahnsare und noch ein Kinderlaufgeschäft. Also man kann schon sagen, ja, Laufgeschäft ja, Nummer 5. Und hier haben wir Pirates mit Stand-Up. Normalen Schaukeln kostet 4 Euro, Stand-Up kostet 5 Euro. Hätt's gedacht. Kettenflieger Nummer 2. So, der kostet 3 Euro. Aber hier haben wir Kinderhausscooter Nummer 2. Dann haben wir. Sind wir wieder hier vorne beim Breakdance am Markt. Und haben den ganzen Platz innerhalb. Ich will es hier schneiden. 20 Minuten haben wir durchgelaufen. Zügig. So, Ladies. Wo starten wir? Shaker. Marcel fährt kein Shaker. Selber hat auf Gepäck auf. Wir opfern uns fürs Team und fahren Shaker. Ja, das muss besser sein. Ça va, ça va? On arrête ou on continue là? Continue là. Je sais que vous allez bien. Allez, plus fort. Ja.
Wir haben unseren Plan geändert. Wir gehen jetzt zu Après-Ski. Ja. Weil Après-Ski nach 2 Jahren, also dort, wo wir schon waren, jetzt zum dritten Mal, Après-Ski wird immer eingerannt abends. Deswegen haben wir uns entschieden, wir gehen jetzt zu Après-Ski fahren. Und dann können wir alles andere so relaxed annehmen. Und anfahren, ja, fahren. So, was also wir sind gut unterwegs. Wir fahren jetzt Après-Ski. Irgendwie haben wir alle Leute ab. Ja. Wenn du die jetzt siehst? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ah. Greenscreen. Wir fahren Après-Ski. Oh. Après-Ski, Après-Ski.
Versetzt, man hat merkt einen Schlag. Die Deutschen gehen halt wieder gegen den Strom. Da musst du leider die Kamera ein bisschen wegschwenken. Arschlag, wo sieht das Auto? Alle! Ja. Meine Stimme haut schon langsam ab. Merke ich wieder. Geil. Das ist geil. Stimmt, weil man ab und zu mal singen und schreien muss. Oder hier. Ole! Jetzt kommt der UFO. Ja, jetzt kommt UFO. Das nächste Highlight. Schausteller von, keine Ahnung. Ja, da war meine Kamera nicht. Falsche Richtung gegrüßt. Jo, UFO. UFO-Teil. Ja. Dann gucken wir mal, was so eine Kiste kann. Der Hobel. Aber anscheinend stehen alle hier gerne an. Wir fahren mal die Mühle, oder? Ja. Mal gucken, ob wir mehr irgendwann mal auf Alpha 1 feiern müssen in Deutschland. Thomas, ich will nicht. Zu spät. Aber der darf jetzt die ganze Fahrt dann so hier. Ich hoffe, der ist schnell genug. Alter! Thank you.
Was soll man sagen? Wir haben uns in Höhlen der Löwen gestürzt und gewagt, UFO zu fahren. Wann war die letzte Wartung? Ja. Wann wurde es mal gepflegt? Wann wurde es gebaut? 1970 gemacht, also 1970 wurde das letzte Mal gewartet. Du warst da gerade rein. Ja, der Marcel, hast du gerade so bei so noch ja, so ein Stückchen? Nee, auch nicht. Alter. Auch nicht. Warte mal so. Trotzdem. Die Sitze abgewetzt. Losgefahren ist einfach nur so komisch gerattert die ganze Zeit. So ein bisschen. Vibrationen ohne Ende, Roststellen ohne Ende. Alter, Junge, Junge, Junge. War mal interessant zu fahren. Ich meine, das ist was anderes, aber ich glaube, auf deutschen Plätzen hätte dieses Gesetz keine Aufbauerlaubnis bekommen. Ja. Nee, da, doch, Aufbauplatz hätte ich bekommen. Schrottplatz. Genau. Hätten wir gesagt, da könntest du auf den Schrottplatz fahren. Wobei der Schrottplatz hätte wahrscheinlich keinen Schrottplatz mehr dafür gezahlt, weil. Ja. Zu viel Rost dran. Ja, also Geld mitbringen. Ja, ist noch vier Postliste, vierstellige Postleitzahl. Ich wäre noch stolz dran gewesen am Mittelbau. Bus. Naja, so stolz war es auch nicht mehr. Das war schon ein bisschen. Ja, es hat nicht mehr so geglänzt. Die ganzen Zeiten sind vorbei gewesen. Ja, besten Tagen. Müsste mal einen Schausteller aufkaufen und einfach neu machen. Sind schon 10, ja, ob man damit noch reisen kann. Obwohl, ja, Alpha One ist ja noch unterwegs in Deutschland. Aber trotzdem, boah. Wir müssen halt mal wirklich ernst genommen werden, müssen noch einmal gemacht werden. Viel. Ja, viel. Alles. Na gut. SAD hätte Spaß damit. Ja, ich finde es einfach so lustig, dass in Frankreich einfach jeder das gleiche Beleuchtung hat. Was mir gerade so aufgefallen ist. Und zwar ist es die Beleuchtung 1 bis 16 und das gefühlt ja jeder. Wenn du mal hier also von Lauflicht, ja. Hier, die haben das, die haben das und die da hinten haben das auch. Und der UFO hatte das auch. Nur so mal ganz. Ja, da gibt es auch Neonröhre hier. Ganz auch oldschool. Alla. Ganz ehrlich, auf diesen Schock. Ah, hat da jemand was gewonnen? Scheint. Ja. Noch ein Schnitzel und Käse. Guck mal hier, wie die Paddy-Arbeiter. Halber Musik. Ist ja aber auch brutal. Na gut, heute ist auch bald Feuerwerk. Irgendwann, irgendwo. Ja, wir wissen nicht wo. Aber was war das? Das war echt Granaten. Guck mal, wie das blinkt. Alter. Eieiei. Egal, auf diesen Schock muss ich jetzt New World XXL fahren. Muss ich. Das ist mein Muss. Den mitzunehmen. Ist ein geiles Geschäft. Lässt sich super fahren. Macht auch immer Bock und Laune. Was mit? Hallo! Entschuldigung! Excuse me! Hallo! Nochmal!
weißt du schon mal darüber? Thomas? Ja? Ich dachte, machst du das nochmal? Oh nein! Thank you.
tête. Vous en voulez plus? Wir kommen gerade aus dem Job. Maria! Eierquetscher! Ja. Der Nussknacker hat seinen Namen wieder allen Ehren bewiesen. Marcel! Kann man zu Fazit? Wie fandest du New World XXL? Einfach nur angenehm. Ganz cool. Aber das mit Feuerwerk. Das war nicht so toll. Es war nett gemacht, das Feuerwerk, aber wenn die Schaustelle alle Licht anlassen und Musik laufen lassen, macht das gar keinen Sinn. Ja, die Atmosphäre fehlt halt im Feuerwerk. Also es war halt keine Atmosphäre da. Ja. Es war einfach nur, wir haben ein Feuerwerk, cool, aber wir haben halt auch Fahrgeschäfte, cool. Ja. Ist alles laufen, alles drehen, alles bewegen, alles leuchten, alles blinken. Laut muss sein. Ja, jetzt haben wir noch Breaker, ja. Schaukel, Topscan, Poseidon und Maxi-Jump. Und Maxi-Jump, genau. Und Rotor. Und Rotor, noch so viel zu tun, noch so wenig Zeit. Ja. Wie lange hat es noch auf? Eins, zwei. Zwei. Oh, nochmal. Aber das Geld wird knapp. Ja, das kriegen wir hin. Wir schauen mal, was da draus machen lässt. Auf jeden Fall gibt es jede Menge Videos von diesem Platz. Viel los. Sehr gut so.
Ja. Hat zwar ein bisschen schon getröpfelt, aber ich hoffe mal, dass es wieder hält. Ja, nicht lange sieht man halt nicht. Also es wird gleich sehr viel Wolken drüber sein hier. Ja. Der Himmel ist dunkel, schwarz. Tot schwarz. Oh, Thomas, noch eine Runde Wildwasserbahn. Ja, kann man überlegen, mit der Wildwasserbahn zu fahren. Guck mal, da so ein ganz kleines Kind. Oh. Ja. Oh. Ich weiß das. Eigentlich schon eine geile Idee, aber andererseits auch voll traurig. Tja. Na gut, wir melden uns dann gleich wieder. Doch jetzt haben wir die Arschkarte. Oh, seit uns nach können wir nicht fahren. Es fängt an zu regnen. Schade, schade, schade. Ich werde gern fahren. Naja, wir haben eh schon bald 1 Uhr. Kaum verkraftet. Wir haben vieles mitgenommen. Auch unser Leben riskiert. Ein UFO. Und ja. Wenn wir jetzt Rutscher fahren würden, kommen raus oder kriegen sie immer. Ja, leck mich. Naja, in diesem Sinne, ich will jetzt Vlog hier mit Betten. War schön. Wie fandet ihr? Mega. Echt gut. Aber was anderes. Naja. Keine deutschen Plätzen. Alle Franzosen flüchten. Wir Deutschen flüchten auch. Ja, auch. Ein Glück haben wir nicht weit weggeparkt. Ja, wir fahren jetzt eine Station mit der Bahn, würde ich sagen. Ja. Da kommt es los. Also, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Wochenreiterfest. Aber das ist nicht regnet wie hier. Also, ciao, ciao. Alle hochmotiviert.